Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Röntgen Satisfactory. Ja, Update 4 auf dem Experimental. Und ja, ich habe ein bisschen noch was offscreen gebaut, hatte ich ja gesagt gehabt. Ich habe ein wenig Biomasse produziert. Habe ich ja gesagt. Und dann wollten wir natürlich noch den nächsten Meilenstein voranschreiten. Ich habe hier noch ein bisschen, genau, was ich noch gemacht habe, ein bisschen zementiert. Ich habe die Base etwas umgesetzt. Ich habe hier schon, hier hinten dachte ich, baue ich dann die Biomasse-Generatoren hin. Da habe ich auch noch Biomasse dabei. Ja, ein bisschen habe ich noch. Sehr schön. Dann habe ich hier noch schnell noch einen zweiten Konstruktor hingebaut. Das ist alles, wie gesagt, noch sehr rudimentär. Der macht mir hier Eisenstangen. Wie viel hast du drin? Ja, können wir mal hier rausnehmen. Zack. Brauchen wir immer noch mal. Und der macht mir die Eisenplatten. So. Ist natürlich noch nicht auf Effizienz getaktet. Dann wollen wir jetzt noch ein wenig Zement rausholen. Kabel muss ich da mal gucken. Habe ich da? Kabel, 14. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr von. Brauchen wir noch Draht. Okay, aber Draht haben wir. Den müssen wir jetzt noch mal eben dengeln. Juhu. Dann müssen wir gerne mal Draht holen. Ah, ich glaube, der reicht nicht, den ich hier habe. Der ist dann doch ein wenig. Ja. Aber wir können den Kram ja schon mal reinschmeißen. Zack, zack, zack. Noch ein wenig Draht holen. Dann können wir den nächsten Meilenstein. Werden nebenbei noch ein bisschen Biomasse mit abgrubbeln, ne? Wenn ich welche finde. Wenn ich sie nicht übersehe, wie jetzt gerade. Da ist auch noch welche. Da wollen wir jetzt hier noch ein paar Grundlagen bauen. Nein, ich wollte nicht alle. So. Ja, wenn man die Steuerungstaste gedrückt hält, dann schiebt er alles rüber. Von der Sorte. Oh, hier gibt es ein bisschen was zu grubbeln. Au. Ja, wir müssen hier unbedingt ein wenig aufräumen. Deswegen, wir brauchen die Kettensäge. Wenn es dringend. Jetzt brauchen wir noch 17 Stück. Da haben wir sie. Ein bisschen Draht auf Tasche kann, oder Kabel auf Tasche kann immer nicht schaden. So. Yay, Meilenstein freigeschaltet. Der Spieler wurde verbessert. Die Kettensäge, was brauchen wir dafür? Stärkt eine verstärkte, nee, fünf verstärkte Eisenplatten brauchen wir. Schrauben. Ja, verstärkte Eisenplatten. Habe ich noch Schrauben bei mir? Nee, aber ich kann noch welche bauen. Was ich hier auf jeden Fall auch wieder hinbauen werde. Ich werde mir hier provisorisch noch einen Konstruktor hinbauen. Nee, so, ja, so kleine Aufträge reinhauen kann. Deswegen machen wir jetzt erstmal uns nochmal zwei verstärkte Eisenplatten. Ja, verstärkte Eisenplatten brauchen wir. Dafür brauchen wir noch ein paar Schrauben. Dass ich dann zum Beispiel hier Eisenstangen reinhauen kann, dass der mir schon mal zu Schrauben macht. Während wir hier weiter rumlaufen. Damit wir das dann halt nicht machen brauchen. So verstärkte Eisenplatten. Jawohl, da kann ich. Nee, eine mehr brauche ich sogar noch. Ah, noch ein paar Schrauben. So. Und dann habe ich auch gleich die Sachen für die Kettensäge und kann mir den Konstruktor schnell bauen. Den bauen wir jetzt nochmal schnell. So, hier Produktion, ein Konstruktor. Das habt ihr jetzt nicht gesehen.
ich habe noch genug Draht da. 20 Kabel, ja, für die Konstruktor auf jeden Fall reicht, den kann dir schon mal ein paar Schrauben produzieren. Denn die braucht man für die Kettensäge nämlich auch. So. Try again. Okay. So, den packen wir uns jetzt. Da mal hin, Moment. Das brauchen wir. Logistik. Förderband. So, und. So, du sollst mir jetzt Schrauben machen. Und da hauen wir einfach einen Stack Stangen rein. Dann kann der mir das. Ah, da kommt er ja schon wieder. Können wir gleich den nächsten Meilenstein aussuchen, den wir uns machen werden. Dann müssen wir auch langsam mal losgehen, Wracks finden, um bessere Rezepte zu kriegen, zum Beispiel für Schrauben. So, können wir jetzt den nächsten Meilenstein? Ja. So, Teilemontage, das brauchen wir noch nicht, obwohl wir das für das nächste Tierlevel brauchen. Dann brauchen wir die intelligente Beschichtung. Ah, was ich noch gucken wollte, ob ich noch irgendwo den Sinobescher bauen kann. Aber ich glaube, der geht erst im nächsten Tier. Hier haben wir alles. Ja. MK2 wäre dann natürlich auch noch sehr interessant. Allein, damit wir die stapelbaren Fördermasten kriegen. Ja, und das ist, ja, nice to have, aber erstmal würde ich sagen, der Awesome Shop. Ja, ist auch nicht schlecht. Ah, da hätte ich sogar alles für da. Müsste ich nur abholen. Machen wir. Hol ich noch ein bisschen Draht, brauche ich eh. Ja, ja, es klappt wieder nicht. Ich brauche die Kettensäge, die Bäume müssen weg. War der Meinung, dass da so hinten, so in dem Bereich Wracks lagen. So. Da können wir dann, wie ich die Kettensäge habe, können wir da auch mal gucken gehen. Da hätte ich lieber den Sinobescher natürlich. Weil man sich da gegen Feinde etwas besser wehren kann. Ach, die Mam müssen wir auch noch bauen. Muss ja mal gucken, was dafür noch brauche. Achso, Stangen müssten inzwischen auch schon ein paar produziert sein. Jo, reicht. Damit hätten wir alles. Dann gucken wir mal, was wir für die Mem brauchen. Damit wir weiter forschen können. Es kann auch sein, dass da der Sinobescher war. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Milestone reached. You have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Special awesome shop. Funneling parts into the awesome resource sink, depending on their amount of complexity, will grant you coupons in the awesome store, which can be exchanged for bonus rewards. Genau, der Examples of bonus content are parts, walls, factory attachments and cosmetics. Fixit is working hard to develop additional options, which will be added to the awesome store in the future. Go that extra kilometer. Stehst mir im Weg. Zack, so. Was willst du denn so anstellen hier? Das ist Reizstrommassage. Ich wollte nur gegen die alten Kniegelenke da mal ein bisschen. Du hast mir denn schon ein paar Schrauben gebaut? Na, müssen wir mal gucken. Ein paar hat er schon. So, die Mem wollten wir ja bauen. Das war's, ja.
brauche ich erstmal hier hinten hin. Das wird sich natürlich noch alles ein bisschen ändern. Was können wir denn erforschen? Alienorgane. Da haben wir auf jeden Fall was. Blütenblätter. Mycelium haben wir auch schon gefunden. Nährstoffe. Elektroschnecken. Ich würde mit dem Mycelium anfangen. Das können wir uns mal schnell holen. Das haben wir hier nämlich um die Ecke. Mycelium. Das hatte ich beim Rumlaufen noch gefunden. Geht's mal weiter rein. Wenn ich es krabbeln höre, hau ich ab. Ja, und tschüss. Au, 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 ich weiß nicht, ob es eine große oder eine kleine war. Eine kleine. Boah. Also mir geht es nur darum, nicht wegen der Spinnen, sondern wenn das eine große gewesen wäre, hätte ich jetzt ein arges Problem. So, Mycelium. Reicht das schon, was ich hier habe? Ah, da können wir ein Biomasse draus freistellen. Ja, das finde ich gut. So. Was? Schon completed? Yay. Sehr schön. New recipe unlocked. Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Biomasse. New research available in the MAM. Da fehlt noch ein wenig. Oder könnte ich das? Könnte ich sogar schon freischalten? Das Gewebe. Alienorgane. Schon starten. Gucken wir uns auch mal hier. Zu teuer. Das habe ich gerade nicht auf Tasche. Das macht nichts. Deswegen würde ich sagen: Zack, zack. Nährstoffe auch. Hauen wir erstmal hier die Forschung ein bisschen voran. Forschung ist abgeschlossen, genau. Forschung starten. Na, natürlich nicht schlecht. Zu teuer, dafür nur Alien. Habe ich da keine? Von denen habe ich irgendwie ein bisschen wenig von. Spinnen. Ja, gucken, dann machen wir hier nochmal die zu Elektroschnecken. Hatte ich ja auch, genau. Sehr schön. Nährstoffe. Ah, die Pilze fehlen mir noch. Ich denke mal, die werde ich auch in der. New object added to the object scanner. Ein Object Scanner, ja, den können wir ja auch bauen. Die Pilze habe ich, wie gesagt, noch nicht. Hm. Dann nehmen wir auch noch mal ein bisschen was von. Gut, den Fallschirm brauche ich jetzt nicht unbedingt. Blütenblätter habe ich doch, glaube ich, auch schon. Damit können wir dann die Farbpistole machen. Das ist zu teuer. Ah, da fehlen mir noch Schrauben und alles. Alienorgane. Das Ding. Ah, ist auch zu teuer. Gut, kommt später. Damit haben wir natürlich jetzt erstmal so ein bisschen was durch hier. So, was sagte ich, brauche ich für die Kettensäge? Da brauche ich 5 verstärkte Platten. Die hatte ich die nicht. Hast du doch welche gebaut gehabt, ne? Oder hatte ich nur 2 und. Nee, hä? Hey? Hatte ich nicht 5 verstärkte Platten gebaut? 160 Schrauben. Ja. Holen wir uns einfach das Gedöns. Schrauben müssen jetzt hier genug drin liegen. Genau. Ein paar Platten noch.
Ein paar Stangen. So, dann füllen wir gleich mal die Biomasse wieder nach. Zack. Damit natürlich der Sprit ausgeht. So, dann machen wir nochmal 5 verstärkte Platten. Hätte ich schwören können, ich hätte 5 Stück gebaut gehabt. Und 5. Okay, so. Dann müssten wir jetzt alles für die Kettensäge haben. Was fehlt? Ach, das Zeug fehlt uns noch. Kabel. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr runterholen. Vom Draht. Da unten sind garantiert noch mehr Spinnen drin. Also klar, ein paar Alienorgane können die auch gebrauchen. Aber wie gesagt, ich habe echt ein bisschen Bammel, dass da eine etwas größere auf mich wartet. Und da bin ich noch ein bisschen zu schwach bewaffnet für. Genau, dann nur noch herstellen. Ja, es werden erstmal die Grundproduktionen stehen werden. Dann haben wir erstmal in Ruhe, dass halt Kabel automatisch produziert wird, Schrauben. Dann können wir über die anderen Sachen mal ein bisschen nachdenken. So, Kettensäge. Zack, da ist sie. Sehr geil. Und machen wir da. Kurz ein bisschen was. Das gehe ich wieder zurück. Das gebe ich zurück. Die Blütenblätter brauche ich auch gerade nicht. Und die Schneckchen brauche ich auch gerade nicht. So, jetzt muss ich mir auch noch ein bisschen festen. Stoff machen. Gleich mal gucken, damit kann ich glaube ich auch die Biomasse-Generatoren betreiben. An den festen Brennstoff brauche ich halt damit ich die Kettensäge betreiben kann. Ich war da mal, damit könnte ich auch die Biomasse-Generatoren betreiben. Biomasse mit Mycelium. Ah, das Mycelium kann ich auch mal rausschmeißen. Das brauche ich auch gerade nicht. Das wird auch so das nächste sein, was ich da machen werde. Dass ich einfach die Biomasse in meinen kleinen Konstruktor reinwerfe und mir daraus festen Brennstoff machen. Bauen lasse. Weil das ist dann doch ein wenig zeitaufwendig. Aber ich weiß noch, bei dem Update 3 in dem Auto, dem Explorer, da hat die unheimlich lange gehalten. Hat die besser als Sprit oder sonst was gehalten. So. Jetzt hier nochmal ein bisschen was mehr machen. Ich bin nochmal ein bisschen Biomasse. Da nämlich 100 reinging, die aber extremst lange gehalten haben. Verdammt, geht doch nicht. Mist. Okay. So, weg damit. Hey. So, es gibt jetzt auch. Sollte eigentlich ordentlich Holz geben. 17, ja.
Ne? Ja, da. Okay. Jo. Jetzt räumen wir hier erstmal die Natur auf. Können. So. Sehr schön. Kann man eigentlich auch diese Riesenbäume mit? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also ich sehe jetzt hier auch gerade nicht. Ist hier noch irgendwas Böses oder so? Auch. Pfff, mich. Sehr gut. Okay. Damit hat sich auch unser Biomasse-Problem erstmal erledigt. So, nächster Schritt ist jetzt tatsächlich auf MK2 zu gehen. Ne? Hier noch irgendwas rum. Ach, das war das Eisen. Ja, genau. Unreines Eisen. Werden wir aber wahrscheinlich auch noch anzapfen müssen. Aus Gründen. Ja, jetzt kann ich hier ein bisschen besser gucken. Das ist schon ganz nett. Okay, so. Wie weit bist du hier? Mit den Eisenstangen, bist du langsam mal fertig hier mit den Schrauben? Okay. So, liebe Freunde, dann würde ich sagen, genau, wir gucken uns jetzt erst nochmal den zweiten Tier an. Wie gesagt, MK2. Das ist das nächste, was wir auch tatsächlich machen. Ich werde jetzt noch die Platten dafür vorbereiten. Und ihr Lieben, die das Ganze dann auf YouTube jetzt seht, ihr werdet bis zur nächsten Folge warten müssen. Hier im Stream können sich jetzt die Leute angucken, wie ich Platten baue. Ist doch auch schön, oder? Also, bis dahin.